So, hallo und willkommen zurück bei Guild Wars 2. Und ich stelle gerade fest, ich kann hier mein Elementar nicht rufen. So ein Blödsinn aber auch. Ja, ich kann das Schwert nehmen. Tornado weiß ich nicht. Kenne ich. Habe ich noch nie benutzt. Nehmen wir das mal. Ups, das wollte ich gar nicht aktivieren. Ich wollte da was anderes haben. Egal. Aber das funktioniert unter Wasser, alles klar. Das ist schon mal viel wert. Und ihr seid doch da auch zu zweit. Nicht das Ding angreifen, den Typen da angreifen, bitte. Und abwärts mit dir. Wieso sind hier so viele? Au. Au, shit. Weg hier. Ah, schwimmt zur Oberfläche. Toll, wie viele sind denn da plötzlich? Fünf. Ey. Ich war doch an der Oberfläche. Rrr. Wo kamen die denn plötzlich da alle her? So, hier bitte das da. Also manchmal verstehe ich halt das Spiel nicht so ganz halt, was hier die Mobs halt angeht. Die kommen da einfach aus irgendwelchen Ecken hervor, wo vorher nie irgendwas war. Hier auch. Die war doch viel zu weit weg. So, jetzt wird er wenigstens hier von allen drei von meinen komischen Speerdingern hier getroffen. Was macht der da? Blendet. Brennen. Ach ja. Ja, so fängt dann halt eine Folge ganz gut an, wenn man da direkt wieder stirbt. Was? Wer murmelt hier? Ja, okay, die schwimmen hier alle hier oben rum. Deswegen vielleicht. Zeit, echten Schaden anzurichten. Ha!
So. Dich einsammeln. Au. Mal auf mit dem Scheiß da. Asura. Fast genauso schlimm wie Schaufler. Aber nur fast. Sind ja zumindest halbwegs nützlich an einigen Orten. Schaufler sind es gar nicht. So, das Ganze dann für läppische 286 Karma. Naja, besser als gar nichts. Ja. Piraten. Okay. Wo müssen wir hin? Bin ich hier irgendwie fernab von irgendwelchem Kurs? Da, okay. Dann Mist. Okay, dann müssen wir da auch noch irgendwie hin. Dann nehmen wir hier die Kurve und gucken, dass wir da nochmal ins Wasser kommen. So, nicht ins Meer, sondern hier hin. So. Ja, verteidigt hier die Vorräte. Nee, können sie jetzt gerade erstmal selber hier irgendwie machen. Der Orden der Gerüchte hat sich gegen Piratenadmiralin Taida Covington verschworen. Einer unserer Leute, Kapitän Panson, soll sie ersetzen. Leider ist er etwas unberechenbar. Der Großteil der Arbeit hängt an uns. Wir müssen schlauer sein als die Schlitzohr-Korsaren. Den ruchlosen Kapitän der Blutpiraten absetzen und Panson und seine Mannschaft vom Saufen abhalten. Ja, das klingt doch nach einer Aufgabe. So, was hast du? Ah, ja. Schwer, mittel, leicht. Ja, toll. Was ist da drauf? Heilkraft. Lebt wohl. Könnte da nicht mal was Anständiges drauf sein? Irgendwas, was man gebrauchen kann? Halt. Verteidigung zum Beispiel. Oder halt auch halt Kraft. Präzision, Zustandsschaden. Nee. Heilkraft. So. Ach, hier kann man noch irgendwie Blümchen sammeln. Minze. Für frischen Atem. So, wo muss ich denn jetzt hier hin? Hier geht's rum. Alles klar. Hab mich schon gerade gefragt, wo wir hier hinlaufen müssen. So, dann heben wir dich mal hier auf. Und attackieren den da von hinten. Mal stehen da. Ja, die laufen hier nur doof in der Gegend rum. Ja. War ja klar, dass das da nicht gut geht.
Ah, Mist. Schmeißen die schon wieder ihren Dreck hier weg. Okay, Event war erfolgreich, warum auch immer. Man hat zwar nicht viel gemacht, aber ja. Deswegen auch nur hier Silber bekommen. Naja. Ja, hier die dann beim Laufen irgendwie aufzuhalten, ist natürlich auch ein bisschen schwierig. Wie gesagt, ich brauche halt hier irgendwie andere Skills, mehr Skills. Was? Kanonen feuert man immer mit Präzision und Geduld, so wie zum richtigen Zeitpunkt ab. Denkt ihr, dass ihr das Zeug dazu habt? Ja, keine Ahnung. Was soll ich denn da machen? Verwendet eine meiner Kanonen dort drüben, um die Ziele auf der Felswand zu treffen. Trefft dreimal und ich bin zufrieden. Na toll. Ach Gottchen. Ja. Okay. Nur, der wird jetzt hier bestimmt das Ganze dann zurücksetzen, wenn ich jetzt nicht treffe, ne? Behält sich das noch? Okay. Dann ist ja gut. Ja, zu weit rechts diesmal. Jetzt besser? Zu weit. Okay. Ah, okay. Auch gut. Dann haben wir das. Haben wir hier sonst noch was? Da haben wir Wegmarke. Ja gut, dann grasen wir mal hier die Insel ab. Wupp, wupp. Einmal bitte die Wegmarke und dann versuchen wir da hoch auf den Schießstand zu krabbeln. Das ist zwar keine allzu gute Idee, aber es ist ja auch hier sonst keiner da, der auf mich da schießen könnte. Der mich hier plötzlich für richtig tolles Ziel hier hält. Mit meinen roten Klamotten. Hep, 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 hep. Ja, es schießt keiner. Gott sei Dank. Denn dann wird man tatsächlich getroffen und bekommt Schaden. Das sollte man dann vermeiden. So, blopp, blopp, runter, runter. Und dann hier rum. Die Felsfledermäuse brauchen wir jetzt erstmal nicht. Ja, das hier ist halt da das Flüchtlingslager von Löwenstein. Die anderen zwei Lager hatten wir ja schon gesehen. Aber das hier ist halt das dritte. Weil hier der Orden der Gerüchte, weißen die so? Ja, halt die dritte Fraktion da
rumturnt. Die wohnen hier in der Höhle drin. Kommt mal her. Marvin, bin dabei. Und zeigt mir, wer ihr seid. Bekämpft das Unbekämpfbare. Was? Ich studiere die Dynamistik, was das auch immer ist. Ich sehe die Strömungen in euch und ihr seid kein Bote. Kämpft gegen mich und ich will das Auf- und Abwallen eurer Energie spüren. Ugh. Ja, ja, okay. Nicht alles Licht strahlt nach außen. Dunkelheit ist nicht immer das Fehlen von Licht. So, da. Spiel mit ihm! Nicht mit mir. So machen die Skills halt Sinn, wenn man da halt irgendwas hat, was tankt. Nun, da euch die Dunkelheit berührt hat, werdet ihr besser mit ihr fertig. Ja, ja. Geht jetzt in Frieden. Ja, ja, ich gehe ja schon, aber ob jetzt in Frieden, weiß ich noch nicht. Ich gehe halt etwas genervt, das kann sein. So, ja, Sackgassenhöhle, da kommt man rein und dann kommt man da, da zu dem anderen Orden. Ja, der Gerüchteorden. Orden der Gerüchte, deswegen. Da turnen die hier alle rum. Wohnen hier alle im Boden drin anscheinend. Huch. So. Hallo, hallo. Ich bin's. Okay. Da lang. Na ja gut, das zählt irgendwie nicht als Kartenabschlüsse so. Das eine Ding da kann ich irgendwie nicht dazu zählen. So, ja, was haben wir hier? Lauter nix. Ich weiß auch gar nicht so ganz genau, was das da darstellen soll. Ups. So, da kommen wir nicht rein und oder raus. Da müssen wir halt wieder zurück. Tralalalalala. Tralalalala. Ja, ja, ich weiß, dass ihr hier alle seid. Das ist ja schon gut. Jetzt würde das irgendwie einen erschrecken, wenn die da aus dem Boden springen. Naja. So, dann ab hier wieder in die Küste. Und ja, ich mache dann erstmal für diese Folge Schluss und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dann.